Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Bill, dem alten Mann, unterwegs, passend zu mir, und wir haben einen Randomizer. Aufschwung, Glück gehabt, Sprengfalle und den Segen Schattenschritt. Wir legen direkt los, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Let's go. Und sonst gibt es eigentlich noch gar nicht so einen festen Plan. Ja, der war gut. Das war's, oder? Ne, sie zieht nicht. Schwein gehabt. Ah, die geht da einfach hinterher. Ich dachte, die macht was anderes, ehrlich gesagt. Der Gesäßpüppchen! Oh Gott. Ich kann die nicht blenden, glaube ich. Was sein? Oh! Oh mein Gott! War mir ein bisschen zu eng. Oh! Hilfe! Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir! Oh, was passiert hier? Was ist für ein Start in die Runde? Ich krieg die Pimpernellen. Sie geht weg von mir. Einfach mehr Glück als Verstand, Leute. Okay, Mr. Puddles, 18 Monate. Danke für den Resub. Moin, moin, ey. Nee, für die Woche habe ich noch gar keinen so richtigen Plan. Mike, schau doch gerade noch mal, ob Vic Zeit hat für Han Shoda noch mal einen Abend. Morgen ist frei. Lene und ich haben heute eigentlich unser 7-Jähriges, aber sie hat heute halt auch Nachtschicht und musste noch ein bisschen was anderes erledigen heute. Deswegen hatten wir heute jetzt nicht so viel Zeit. Und dann wollten wir morgen einfach mal zusammen essen gehen. Ja. Das heißt, sie kommt dann morgen aus der Nachtschicht ja nach Hause. 7 Jahre schon da. Mann, Mann, Mann. Wo ist die Zeit? Krank, ey, oder? Ist wirklich heftig, ey. Dafür, du hast dir was geschenkt. Ich bin nämlich verrückt. Damit fange ich gar nicht erst an. Wofür, dass die 7 Jahre mit mir ausgehalten hat, oder was? Soll ich ihr vielleicht noch einen Pokal überreichen? So, ey, du hast die anderen jetzt um 1,5 Jahre geschlagen. GG. Du bist in der Rangliste auf Platz 1 gerutscht. Hier ist dein Pokal. Platz 1. Genauso. Achievement unlocked. Ein Ring. Nächstes Donation Goal. Ich glaube, die andere ist jetzt an meinem Generator dran. Ich hätte irgendwie erwartet, der ist länger zu. Für sowas bin ich schon zu alt. Ja, ich glaube, wie gesagt, heiraten ist, glaube ich, eh nicht wirklich was ich fühle. Man muss ja nicht jeden Blödsinn mitmachen. Vielleicht einfach so in Vegas, wenn oder so. Hey Timo, was geht? Da haut er einen raus, doch. Oh, hängen geblieben wie damals in der Grundschule. Oh. Scheiße. Timo, Alter, 34 sagt er einfach. T3, let's go, doch. Plus 3, 4 ist die Vorwahl für internationale Direkt. Wahltelefonat nach Spanien. Hä, wenn das kein Zeichen ist.
agile Männlichkeit, Lara, gewöhnlich dran. Wird dir noch häufiger leider in deinem Leben unter die Augen treten. So traurig es auch ist. Bei euch sind sie jetzt ja 16 Jahre. Crazy, oder? Keine Männer mehr, ich bin durch damit. Das ist aber auch irgendwie richtig oft dann so, ne? Und dann kommt der strahlende Ritter in weißer Rüstung. Herrlich. So, Leute, let's go. Kein Adre dabei, leider. Randomizer hat nicht gegönnt. Aber vielleicht gönnt sie mir... Yo, den kleinen Boost zumindest. Jut. Danke. Where you at, bro? Da hinten. Oh mein Gott, das schaffe ich. Oh mein Gott, das schaffe ich. Der Moment, wenn der eine Mate einfach rausgeht, anstatt irgendwie nochmal zu schauen, ob er hier vielleicht im Ausgang nochmal helfen kann. Ich liebe es. Hallo, guten Tag. Dankeschön. Hat funktioniert. Danke, Leute. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, schönes Ding, Leute. Da sind wir wohl raus. Schade, dass ich keine Hausaufgaben mehr machen kann, ne? Wir haben alles für die Survivor soweit fertig. Außer so ein paar, wo ich bestimmte Perks nehmen muss. GG. Kurze, knackige Runde, Leute. Ja, ich würde schon sagen, wirklich zu kurz und zu knapp, um hier mal als YouTube-Video durchzugehen. Deswegen, ihr kennt das Spielchen. Aufwärmrunde, die zweite folgt sogleich. Diesmal mit Jonathan unterwegs. Kein Randomizer-Setup, ist vom gestrigen Stream, also wieder frisch aus dem Ofen. Bestärkung, Adrenalin, wir schaffen das. Und Verzerrung, und wir gehen direkt rein, Leute. Let's go! Bei Handvideos dachtest du dir manchmal, wieso hört er es jetzt nicht? So leise war es doch auch nicht. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht bei Hand höre. Hätte ich jetzt so gesagt, aus meiner Perspektive. Aber es ist halt irgendwie dann auch manchmal, wenn man dann irgendwie im Stream ist, ist man manchmal vielleicht auch vom Chat ein bisschen abgelenkt, obwohl die Runden, die ich jetzt hochgeladen habe, waren ja eigentlich schon sehr geschwitzt, muss man schon sagen. Aber die haben auch delivered. Und ab Mittwoch muss ich wieder die Aufnahmetaste drücken, Leute. Erinnert mich dran. Nicht, dass ich aus Versehen wieder eine gute Runde habe. Und dann gibt es wieder nur schlechte Grafik. Wenn die Subs reinprasseln. Obwohl, das Problem ist, während des letzten Videos ist kein Sub reingeprasselt. Da konnte ich noch nicht mal, das als Ausrede nehmen. Das ist halt schon belastend. Also bitte mehr Subs bei Hand, damit ich eine Ausrede habe. Danke. Spart euch eure Subs jetzt immer bis Mittwoch auf, Leute. Hey Selma, moin moin. Dann kann ich euch als Ausrede nutzen. Vor allem, wenn ich dann wieder richtig aufnehme, dann hört man den Sub-Sound nicht. Dann kann ich auch einfach sagen, ah ja, da kam gerade wieder ein Sub rein. Lag daran. Oder ich nehme einfach auf. Ja, okay. Yes, ma'am. Nee, es wäre schon... Warum? Es ist halt auch so dumm irgendwie. Weißt du, ich habe jetzt ja dieses 2-PC-Setup. Wieso nehme ich nicht einfach nebenbei auf so? Das ist einfach... Wir spielen gegen Nemesis und der freundliche Mitarbeiter von ihm kommt da vorne auch. Oh, jetzt kriegt der Survivor aber noch den Boost. Und der Boy will jetzt zu mir? Boah, nee, der andere kommt ja einfach nur rum. Er wird wieder abgeschmiert. Na, der wusste, glaube ich, eh nicht, dass ich da bin, der Dwighty Boy. Ich renne hinten durchs Fenster. Er ist da lang, dann gehen wir hier lang.
Pass auf, ich drehe die Runde nochmal, weil ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt dann vorne schon rausspringen will. Naja gut, nee, ich gehe einfach da. Ärgerlich. Dass der eine genau bei mir langgelaufen ist, war halt wirklich schon bitter. Dadurch war unsere Jagd auch relativ kurz leider, weil wir den ersten Hit ziemlich früh kassiert haben. Sturchuk. Scheinbar auch mit Totenschalter. Weil der Typ ist nicht mehr an den Generator rangegangen. Hm. Aber am Mittwoch schaust du doch gar nicht. Also sollst du gar nicht mehr subben. Einfach reinkommen und einmal subben. Liegt's an Nefi, dass du Mittwoch nie schaust? Sei ehrlich. Jetzt kannst du es ja sagen. Er wird's nie erfahren. So, komm, dann lass mal den Generator hier, oder? Obwohl, ist cleverer, was er sagt, weil da vorne war ja eben schon jemand an dem Gen dran. Da können wir da zusammen eigentlich weiterarbeiten. Es liegt an Hand, okay. Ja, ich meine, für Hand Showdown, ich hatte jetzt auch beim YouTube-Video... Boah, ich dachte, ich hätte wirklich früh genug losgelassen. Dass es nicht zugeht. Wild. Hand ist halt schon so eine eigene Kiste, ne? Nice. Der Bengel ist da. Okay, sie will erstmal lieber den Generator machen. Dann ran da. Drüben der Gen ist ja nicht zurückgesetzt worden. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass wir hier sind. Bei dir lurken auch viele bei Hand. So. I am try. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist das ein I? Ja, wahrscheinlich. Oder ein L. Oder ein kleines L, kann auch sein. Man weiß es nicht. Danke auf jeden Fall für den Sabaroni und willkommen im Grandschutz hier. Neues Mitglied, Leute. Viel Spaß mit den Panda-Emotes, ne? Jetzt haben wir noch gar nicht... Jetzt haben wir hier noch gar nicht... Wow. Noch gar nicht mal Ärger von den Zombies bekommen. Nee, er will zu ihm. Okay, war wild, wild. Dann gehe ich schnell an den Gen hinten. Dann noch Pop oder so dabei. Der Dwight war auch erst einmal am Haken. Nicht so schlimm, wenn er jetzt down gehen sollte. Brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Oh, was haben wir denn hier? Erinnerungssplitter synchronisieren. Danke. Haben wir zumindest unsere Hausaufgabe schon mal fertig. Lego. Also doch ein I. Ha, Boster hat's geleakt. Ich hab Adre, ich stratz mal rüber. Kommt jetzt die Nötschelle? Scheinbar nicht, weil er geht weiterhin der Whitey Boy hinterher. Aber es ist krass, ne? Auf der Map gefühlt, also es wurde auch nur eine Person infiziert. Und ich habe keine Ahnung, wo die Zombies rumpimmeln. Wir haben ja gefühlt gar keinen Zombie gesehen. Die testen sogar über diesen... Ach so, echt? Das ist so ein bisschen wie, es gibt ja diese Kopfhörer, die auch unter Wasser funktionieren. Die gehen ja auch über diesen Knochen, aber ich wusste gar nicht, dass das auch beim... Ich muss auch sagen, ich habe schon länger keinen Hörtest gemacht, ehrlich gesagt. Wie kam es, dass du das gemacht hast? War das so, also... Einfach so... Random oder... Wegen Tinnitus-mäßig oder wie? So, schönes Ding. So muss es sein, Leute. Hausaufgabe fertig. Der arme Dingens hat leider nicht so wirklich was gerissen jetzt hier, ne? Vulca-Cola, okay. Ultimative Waffe hatte ich am Anfang einmal gehört. Düstere Umarmung war noch mit dabei. Gut, GG, Leute.
So, das soll es mal wieder gewesen sein. Zwei zum Preis von einem. Was will man mehr, Leute? Ah ja, ein Like und ein Kommentar. Das wäre doch noch was. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns bereits im nächsten Video wieder. Bis dann macht ihr euch noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.